Moin Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wie ihr in der letzten Zeit mitbekommen habt, bin ich nicht nur ein großer Ameisenfan, sondern ich bin auch ein großer Schabenfan geworden in den letzten Jahr, ein bis anderthalb Jahren. Und ja, ich möchte euch heute mal meine Terea zeigen, die Fragezeichenschabe. Da sind nämlich jetzt vor einigen Tagen meine ersten Tiere adult geworden von diesem Zuchtansatz. Die habe ich mir vor einer ganzen Weile gekauft. Denn ja, die Tiere entwickeln sich relativ langsam, will ich mal sagen, für eine Schabe und brauchen lange, bis sie dann adult werden. Daher sollte man vielleicht schauen, wenn man ja, schnell was von den Tieren haben will, dass man sich schon adulte Tiere kauft nach Möglichkeit. Die sind nicht, ja, die sind nicht immer so einfach zu kriegen. Auf Börsen sehe ich sie jetzt häufiger mal. Und ja, vielleicht könnt ihr dort dann zuschlagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, zu einer Börse zu kommen. Ja, als erstes möchte ich mal die Schaben zeigen, denn ich finde die wirklich klasse. Hier haben wir schon auch einen kleinen. Und da muss man ein bisschen aufpassen, denn die Tiere sind wirklich sehr flott unterwegs. Ja, und jetzt seht ihr auch direkt, warum die. Hoppala. Okay, wir probieren mal ein anderes Tier. Und dann. Moment. Ja, die sind wirklich wahnsinnig schnell, wenn sie sich nicht beruhigen. Ja, und jetzt seht ihr auch, warum die Fragezeichenschaben heißen. Denn die haben hier auf ihren Flügeln, auf diesem Rücken, haben die tatsächlich ein Fragezeichen. Ist jetzt bei diesem Tier nicht so schön ausgebildet. Bei dem einen oder anderen Tier ist das wirklich noch ein bisschen schöner zu erkennen, das Fragezeichen. Ja, wie ich finde, eine ganz tolle Schabenart. Ja, eine Schmuckschabe sozusagen. Und diese Tiere hält man auch nur aus Spaß und verfüttert sie nicht. Wirklich eine ganz tolle Schabe, von der ich auch ein großer Fan bin. Ja, und jetzt, wie gesagt, habe ich endlich in meinem Zuchtansatz hier adulte Tiere und hoffe natürlich, dass diese sich auch ja, weiter vermehren und ich so eine schöne Schabenkolonie am Ende habe. Ja, als Grundregel für diese Schaben: junge Tiere können keine glatten Wände hochlaufen, aber adulte Tiere können das. Daher verwende ich immer bei solchen Schaben hier so einen Deckel. Hier steht ja auch, woher diese Box ist. Und passend dazu gibt es hier diese Clips und die kann man wunderbar festklippen und damit ist der Deckel dann auch wirklich richtig fest und die Tiere können sich dann auch nicht aus dem Deckel irgendwie ausdrücken. Gerade die hier sind, ja, ich würde sagen, sind schon ab und zu Ausbruchkünstler. Ja, das Wichtigste bei dieser Schabenart ist einfach der Bodengrund. Der sollte nicht zu dünn sein. Ich habe jetzt hier ungefähr 10 cm drin, 10 bis 12 cm. Und so viel Bodengrund sollte man den Schaben dann auch ermöglichen. Denn die Jungtiere leben hauptsächlich im Bodengrund. Und ja, wie gesagt, die adulten Tiere kommen dann am Tag auch mal gerne raus und zeigen sich, laufen umher. Aber dieser, na, kriege ich sie? Ja, bei dieser Schabe sieht man das Fragezeichen schon ein bisschen besser. Aber es gibt tatsächlich noch Tiere, wo es noch schöner ausgebildet ist. Ist natürlich je nach Tier unterschiedlich ein wenig. Ja, die werden auch nicht allzu groß, so ungefähr 2,5 cm und größer werden sie nicht. Ja, nochmal zum Thema Substrat zurückzukommen. Wie gesagt, mindestens 10 cm würde ich den Schaben anbieten. Mehr ist natürlich besser. Und das Substrat besteht aus einem Laubwaldhumus, aus ja, wie der Name schon sagt, aus Laubwäldern. Das ist ganz wichtig, dass ihr kein Nadelholz oder Nadeln da reingibt. Denn das ist für die Tiere schädlich, wenn sie das fressen. Ja, genau. Sie ernähren sich nämlich nicht nur, wie ihr hier seht, von Gemüse, sondern sie ernähren sich hauptsächlich von weißfaulem Holz, Blättern und ja, diesem Laubwaldhumus. Den kann man auch gut selber herstellen, indem man einfach, wenn man denn einen großen Garten hat, diese oberste Schicht von ja, angegammelten Laub abträgt und auch noch so ein paar Zentimeter darunter das Ganze dann mixt oder häckselt und dann hat man dieses wunderbare Substrat.
Da muss man sich natürlich auch noch hier so weißfaules Holz besorgen. Das kann man dann auch, wie ich das hier getan habe, auch noch mit drunter häckseln. Oder ja, man bietet das hier so als kleinen Stamm, als kleinen Ast an. Davon ernähren sich die Tiere nämlich hauptsächlich von dem weißfaulen Holz und ja, den Blättern. Ja, das macht das Ganze eigentlich auch zu einer recht besonderen Schabe, denn viele Schaben essen ja nur Gemüse oder ja, Proteine in Form von Katzenfutter oder was auch immer, sind alles Fresser. Diese Schaben haben sich wirklich mehr auf weißfaules Holz spezialisiert, so wie das viele Käferlarven tun. Ja, ich habe nicht nur diese Unterart von der Theria, sondern ich habe auch noch eine andere, die finde ich auch sehr schön. Ich zeige euch jetzt hier. Dazu muss ich eben hier die Box wieder zuklippen. In dem Substrat jetzt hier befinden sich auch noch viele Jungtiere, die noch nicht adult sind. Und ja, ich denke mal so um die 50, 60 Tiere befinden sich mittlerweile tatsächlich hier drin. Ich glaube, ich habe 50 Tiere damals gekauft und ich hatte irgendwann mal durchgezählt und es waren tatsächlich schon mehr. Vielleicht hat der Verkäufer mir auch einfach mehr gegeben und ich hatte am Anfang nicht richtig gezählt. Das kann natürlich auch sein. Bis jetzt haben sie sich wahrscheinlich noch nicht vermehrt, da, wie gesagt, die Tiere erst vor einigen Tagen, einige Tiere vor einigen Tagen adult geworden sind. Ja, ich habe nicht nur die Fragezeichenschabe, sondern ich habe auch noch die Schachbrettschabe, die finde ich eigentlich genauso schön. Ja, die Theria petiveriana wird aber oft falsch bestimmt und ist dann häufig die Theria benthardi. Ja, eine einfache Bestimmungsart ist einfach, die Theria bernhardi hat schwarze Unterflügel und die Petivera hat das eigentlich nicht. Und wir können mal eben gucken, ob der uns hier lässt, der Kleine. Es ist, glaube ich, die Bernhardi. Ich hatte schon mal nachgeschaut. Ja, das ist jetzt nicht so einfach. Er ist ziemlich aufgeregt hier. Aber auch hoppa, eine wunderbare Schabenart. Ja, die Art unterscheidet sich von der Fragezeichenschabe halt hier durch dieses, ja, durch dieses Muster auf den Deckflügeln. Na, die wollen heute nicht. Die sind zu sehr aufgeregt. Keine Lust auf Fotoshooting. Ah, komm, bleib stehen. Ja, wie gesagt, wie ihr schon seht, bei diesen Schaben muss man echt ja, ziemlich auf der Hut sein. Dieses können wirklich richtig schnell werden. Auch eine ganz tolle Schmuckschabe, muss ich sagen. Die vermehren sich natürlich genauso langsam wie die Fragezeichenschaben. Aber ich finde, wenn man sich hier so, das sind ja, ja zwei 22 Liter Boxen, wenn man sich da zwei von holt, dann haben die Tiere wirklich viel Platz. Auch hier ist wieder ein relativ hoher Bodengrund drin. Dann haben die Tiere viel Platz und ja, das reicht ihnen auch vollkommen. Ich glaube, hier sind weniger Tiere drin, das müssten so um die 20 sein. Und auch wieder wie bei den Fragezeichen zeigen sich die adulten Tiere hier bei den Schachbrettschaben auch gerne mal tagsüber an der Oberfläche laufen umher, fressen Karotte oder anderes Gemüse. Und auch hier fütter ich dann ab und zu mal ein Beetle Jelly. Ja, ich besprühe diese Boxen, ja, alle 2, 3 Tage kommt da von mir manuell ein bisschen Feuchtigkeit noch mit rein. Das mögen die Tiere ganz gerne. Ich schaue dann immer, dass ich nur eine Ecke befeuchte, sodass sie auch trockenere Rückzugsmöglichkeiten haben. Zudem sollte man natürlich schauen, dass man die Box auch, ja, Luftlöcher einbringt. Am besten auch in den Deckel noch. Man sollte die Löcher nicht zu groß machen, sodass dann keine adulte Schabe da durchkommt.
Ja, weil was für eine Temperatur hält man die Schaben am besten? Am besten hält man die bei 25 Grad. Das kann noch hochgehen bis 28 Grad. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ja, aber weniger wie 22 Grad würde ich den Schaben nicht anbieten. Genauso gut kann man natürlich auch eine Lampe drüber stellen oder einen Spot in eine größere Box einlassen, einen LED-Spot und die dann auch so mit Wärme versorgen. Ja, eine ganz, ganz tolle Art. Auch hier liegt wieder so ein weißvolles Stück mit drin. Das ist noch relativ frisch. Die habe ich erst vor einigen Tagen hier reingelegt. Und da werden die Schaben auch dran nagen. Ach, da ist eine ganz kleine, die schon da dran nagt. Die Jungtiere sind eigentlich relativ unspektakulär, haben noch keine Zeichnung. Und auch diese sind ja sehr flott unterwegs. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man die Box dann mal sauber macht. Und genau. Allzu oft muss man die nicht reinigen. Ich denke mal so, alle paar Monate reicht vollkommen, wenn man das Substrat dann auch komplett austauscht. Einfach auch, um sicher zu gehen, dass da noch genug weißfaules Holz drin ist. Ach, hier möchte gerade jemand. Einfach um auch sicher zu gehen, dass da noch genug weißfaules Holz mit drin ist und die Tiere genug Nahrung finden. Wenn ich jetzt die Blätter hier mal wegmachen würde, dann würde man auch ganz gut sehen, dass hier einige Tiere unter dem Substrat unterwegs sind. Ja, hier haben wir auch schon so eine Eierkapsel von denen. Die ist auch relativ unspektakulär. Erkennt man eigentlich relativ schlecht im Substrat. Gut. Ja, im Großen und Ganzen war es das eigentlich auch schon. Ich wollte euch diese beiden Schabenarten einfach nur mal kurz zeigen, weil ich wirklich ja, begeistert bin von denen. Mit einem meiner Lieblingsschmuckschaben, die, ja, wie gesagt, wenn man die in einem Terrarium hält oder in einem Aquarium, sollte man natürlich schauen, dass man da einen festen Deckel drauf hat über dem Aquarium, da die Adulten sonst wirklich relativ flott in der Bude unterwegs sind. Können natürlich nicht überleben, weil sie ja, wie gesagt, die 25 Grad mindestens brauchen oder mindestens 22 Grad, wenn sie sich da nicht dann vermehren, aber es wäre natürlich schade, wenn die dann abhanden kommen. Ja, deswegen kann man die Adulten zumindest eigentlich ganz schön in einem Aquarium halten, denn wie ihr seht, die sind eigentlich ja, relativ aktiv, laufen am Tag häufig rum, suchen Futter und das macht dann schon Spaß, wenn man dann ein schönes Aquarium hat mit vielen Stöcken und so und wenn man die Tiere dann auch klettern sieht, denn die klettern relativ gerne. Ja, die stammen eigentlich aus Asien, aus Indien, glaube ich, hauptsächlich und ich denke mal, Wildfänge sind eigentlich so gut wie gar nicht zu bekommen, wenn dann bekommt man nur Nachzuchten. Fliegen tun sie eigentlich nicht, habe ich noch nicht erlebt, aber ich glaube, sie könnten das. Sie haben ja tatsächlich auch Flügel. Gut, dann war es das hier von meiner kurzen. Ach, da haben wir einen besonders großen Kollegen, der sich auch schon lauthals beschwert gerade. Die Schaben können nämlich so eine Art Ziepen von sich geben. Opa. Das ist noch ganz witzig. Ja, zur Ernährung habe ich was gesagt, zu dem Grundsubstrat, was man eben anbieten sollte, diesen Laubwaldhumus mit weißfaulem Holz. Und genau, dann kann man noch alle paar Tage ein bisschen Gemüse füttern, da ist ja auch viel Feuchtigkeit drin, das mögen die Tiere einfach. Ja, Gurke, Karotte, Apfel. Apfel ist nicht so beliebt, dann lieber Gurke oder Karotte. Oder ja, auch mal eine Birne geht auch mal so ein kleines Stück Birne. Man sollte mal schauen, dass man das dann rausnimmt, sobald das anfängt zu schimmeln. Ja, das war's von meinen Terea-Schaben, von meinen Fragezeichenschaben und meinen Schachbrettschaben. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Vielleicht kanntet ihr diese Schabenart noch nicht. Wie gesagt, ich bin ja mittlerweile ein großer Schabenfan geworden. Und wenn man da ein bisschen Interesse hat, dann findet man schon echt tolle Arten auf Börsen oder auch im Internet, die man auch dann ja, gut beobachten kann, weil sie aktiv sind. Dann danke ich euch fürs Zuschauen, danke an meine Abonnenten. Demnächst gibt es wieder mehr Ameisenvideos, denn ja, das ist eigentlich hier so
das Hauptthema von diesem Kanal. Alles klar, dann bis zum nächsten Video.